So, hallo YouTube, wir sind wieder da. Wieder mitten im Stream aufgenommen und einfach weitergespielt. Deswegen nicht wundern, wenn ich auf Chat-Sachen eingehe. Ich spiele Larry weiter, wie man sieht. Und ich habe gerade keine Ahnung, was ich noch tun musste. Nicht das. Sie will ein Zimmer. Wir brauchen für sie ein Zimmer. Das weiß ich noch. So, Inventar, was habe ich hier? Okay, jede Menge Zeug. Okay. Gehen erstmal wieder in die Karte. Mal gucken. Der geht nur mit Zugangskarte auf. Ja, ich weiß. Haben wir doch. Ich lege meine Hände immer standardmäßig auf WASD. Ich weiß gar nicht warum. Ich will nach unten. Und vor die Tür. So, und dann ein unter und. Was siehst du? Das ist die neue, mit der ich noch. Doch, das ist Fitnessstudio, da habe ich immer noch nichts gemacht. Okay, ich will erstmal hier hin. Und ich glaube, wir müssen ihm ja noch hier. Was war das denn für ein Erdbeben vorhin? Hat sich glatt so angehört, als käme es direkt von unter der Straße. Keine Ahnung, wovon du redest. War schon wieder ein Erdbeben? Meine prächtigste Jagdtrophäe hat es jedenfalls nicht überlebt. Ja, das ist schade. Verlass nie das Haus ohne einen Elchkopf. Die wichtigste Weisheit, die ich je gehört habe. Wir müssen ihm, glaube ich, ja noch die Zutaten geben, ne? Was können wir ihm denn noch geben? Kettensägenbenzin. Etwas, um das Bier zu einem richtigen Kraftstoff zu beschleunigen. Du hast es zwar sehr wörtlich genommen, aber ich denke, das haut hin. Das macht Sinn. Und dann haben wir noch. Was haben wir noch? Dom Pirignon. Proteinpulver. Das habe ich schon probiert. Salatgurke. Mitgliedskarte. Taxparfum. Auf Taxparfum können wir das auch. Etwas, geben? Um den Geschmack und Duft des Bieres zu verstärken. Oh ja. Das riecht tatsächlich sehr außergewöhnlich. Perfekt. Alle Zutaten sind beisammen. Ich weiß jetzt schon, dass das ein gutes Bier wird. Vielleicht sogar eins, das keinen Ausschlag mitbringt. Und da Aaron ausgezogen ist, kannst du jetzt gerne das Zimmer oben für dich benutzen. Solange ich noch ein paar kleinere Anpassungen am neuen Barbarenbräu vornehmen muss, darfst du auch gern etwas in der Brauerei mixen. Vielleicht noch Bibergeil rein oder Krötensekret. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Bibergeil? Was ist zum Teufel Bibergeil? Und was muss Licht an? Knick. Oh. Damit könnte ich höchstens bei... Bitte verklagt uns nicht. Sonst ist hier nichts, nur der Lichtschalter? Okay. Jetzt habe ich ein Zimmer. Jetzt kann ich ja grundsätzlich zu Yuki. Oder wie hieß sie? Yuki? Weiß ich gerade nicht mehr. Ich nenne sie jetzt Yuki. Und ihr sagen, ich habe ein Zimmer. Kann losgehen. Quasi. Ins Office. So. Nari heißt ja nicht Yuki. Nari. Wir könnten unser Date bei dir fortsetzen. Klar, wir können in mein Liebesnest. Da bin ich mal gespannt. Larry, ich bin jetzt zu allem bereit. Aber nicht zu stinknormalem Sex. Okay. Der ist doch super. Nein, wir als Cosplayer müssen etwas Besonderes daraus machen. Ich möchte einen Einhornkopf und einen Einhornschwanz tragen, wenn wir miteinander verschmelzen. Kann ja nicht sein, dass nur du dich verkleidest. Und hier ist es irgendwie ziemlich unromantisch. Wie wäre es mit Disco-Beleuchtung? Du weißt schon, ganz viele kleine Punktlichter. Das würde auch gut zu deinem Outfit passen. Ich schau mal, was sich auftreiben lässt.
Okay. Einhornkopf. Ja gut, ich weiß, wo ich einen herkriege, aber... Ich jetzt. Das hilft mir nicht. Schade, ich dachte, ich kann da einen Einhornkopf draus machen. Und Disco-Beleuchtung. Wie eine Disco-Kugel. Ach, das geht. Ah, wie in den guten alten Zeiten. Aber man sieht die Punkte nicht. Hier drin ist es noch zu hell. Dann mach doch mal das Licht aus. Klick. Oh, romantisch. Siehste. Haben wir doch schon mal das gelöst. So, und jetzt? Brauche ich noch diesen... Was wollte ich noch? Sie wollten einen Schwanz haben? Und ein... Ich möchte einen Einhornkopf und einen Einhornschwanz tragen. Ein Einhornschwanz? Kann ja nicht sein, dass nur du die Bill... Ich schau mal, was ich auch... Ein Einhornschwanz. Also den Einhornkopf weiß ich, aber... Einhornschwanz? Das Ding brauchen wir ja bestimmt irgendwie, um da draußen Stöpsel zu machen. Jetzt, ich gehe erstmal zum Einhorn-Gedöns-Zeug. Das wird bestimmt dann schon weitergeholfen. Irgendwie, keine Ahnung. Wo war das noch? Hier irgendwo. Da hinten. Ach du. Fuck-O-Matic Deluxe. Ist das deine Erfindung? Das ist der Prototyp meines neuen Entwurfs. Ich nenne die Maschine Fuck-O-Matic Deluxe. Was für ein Hammer. Nimm sie ruhig mit und probier sie aus. Ich brauche Feedback. Sei vorsichtig mit dem Ding. Es hat die höchste Rammkraft, die ich je bei einem Sextoy erreicht habe. Oje, oje. Das kann böse enden, sehr böse. Was gibt's? Ich brauche den Elchkopf, den Dingskopf. Kann ich die Maschine noch etwas machen? Klar doch. Klar doch, alles klar. Ich komme nicht. Seine. Ich brauche das eine Ding. Einhornmaske. Und eigentlich brauche ich auch noch. Das kopflose Ein. Ich muss den Elchkopf. Vielleicht könnte das die alte täuschen, aber der Elchkopf. Okay, dann muss ich also noch verändern. Mit die beiden Sachen funktionieren. Schade. Das hilft mir nicht. Nein. Das muss Elch nicht sein. Wortspiel. Okay. Wie ein Einhorn? Nein, dafür ist der Knochen. Der Knochen ist nicht spitz genug. Okay, Trimmer. Das hilft mir nicht. Okay, geht nicht. Die beiden Sachen Das lässt sich nicht. Ich muss den Knochen jetzt irgendwie anspitzen. Sehe ich das richtig? Das hilft mir nicht. Ja, zu blöd. Das ist ja kein Anspitzer. Einer reicht. Die Dinger wollen. Das macht sie. Okay, also da, ich muss den Elchkopf so umbauen, dass sie täuscht. Was soll ich nochmal mit. Weißt du, Lance, wenn er doch. Wie kannst du denn? Für mich war das nie. Außerdem haben mir Ikonen. Aha, und ich. Was? Kein Problem, ich bin vielleicht. Okay, da muss ich die. Das weiß ich noch, die Transe im. Im Knast irgendwie überreden noch. Hier war sonst nichts mehr, ne? Nee. Was muss ich mit ihr noch machen hier? Hallo, Herr Vorengel. Viel Spaß bei. Ja, danke. Ach genau, da muss ich diesen.
Rock sagt da Selbstzerstörung. Was macht der Sport? Ich bin voll im Plan. Wie sieht dein Training? Weil ich so viel Arbeit mit der Studioleitung habe, trainiere ich nicht mehr so viel. Heutzutage gehe ich nur noch 2-mal am Tag laufen, mache dazwischen Cardio, gehe jeden zweiten Tag schwimmen und wenn ich zwischendurch Lust habe, bin ich auf dem Ergometer. Zum Glück habe ich meine Fitnessuhr, die mir immer sekundengenau sagt, was ich zu machen habe. Das klingt sehr hilfreich. Ja, nicht wahr? Diese Uhr ist mein Leben. Früher habe ich locker 1 bis 2 Tage Pause gemacht und bin am Wochenende mit meinen Mädels losgezogen. Aber hast du dir mal ausgerechnet, wie schlecht diese Art von Freizeit für deinen Körper ist? Ich weiß auf jeden Fall, was gut für deinen Körper wäre. Eine Massage von Larry Leffer. Deine zarten Fingerchen würdest du dir an meinen Schultern wahrscheinlich brechen. Ich werde es dir... Ja, lass ihn... Mein... Ich gehe dann mal wieder trainieren. Wenn's hilft, ja. Also hier muss ich ja irgendwie schummeln. Anders geht's ja nicht. Erin trimmt damit ihren. Richtig schwingen lassen. Ich könnte mir die Maschine in den Anzug stecken. Das Ding hat so viel RAM-Kraft, dass es denn... Allerdings würden dabei alle sehen, dass es keine Faust ist. Okay. Muss ich hier also was Faustähnliches unterbauen? Oder so? Das lässt sich nicht... Damit bin ich... Ich glaube, da komme ich auch noch nicht weiter. Der Hund ist tot. Bowlingkugel. Hey, da... Hey, das ist meine Bowlingkugel. Ja. Hey. Was ist das? Ist dir nicht entgangen. Natürlich muss man hart trainieren. Ich stelle mir jeden Tag das Eisen. Aber ich habe noch ein Geheimrezept. Die Augenbrauen? Nein, ich trinke nur noch Proteinfakes. Proteinfakes. Entschuldigung. Kann ich so werden wie du? Also, bleib dran. Du fasst das auch. Bleiben Sie fit im Schritt. Und sonst auch. Alles klar. Fünf im Schritt bleiben. Alles klar. Mach ich. Kann ich noch? Okay. Ach. Bleib wach. Ich glaube, hier kann ich sonst nichts mehr machen, ne? Stapel Flyer. Das habe ich repariert. Ich weiß gar nicht, achso, das hatte ich wegen dem Ring repariert. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Ring machen kann. Da hat es wieder jemand. Den kann ich mitnehmen? Es ist nur ein. Gummifaust. Okay, Gummifaust, da, den kombinieren. Ja, die passt drauf. So, jetzt kann ich im Fitnessstudio das Ding boxen. Mal auf hier. Hallo, Herr Hallo, Zwängel. Ich bin's da, Zwängel. Jetzt kommt Mecha Suit Larry. Ist klar. Wow, ich muss zugeben, das hätte ich nicht erwartet. Das man sollte keiner. Mich eben nie unterschätzen. Doch, sollte also, man. Haben wir ein Date? Puh, also ehrlich gesagt war ich schon sehr lange nicht mehr auf einem Date und weiß gar nicht mehr, wie so etwas geht. Hey, wie wäre es, wenn du mir bei meinem Fitnessplan hilfst und im Gegenzug zeige ich dir, wie man mich datet? Das klingt ehrlich gesagt ziemlich fantastisch. Ich habe Lust, mich mal wieder richtig gehen zu lassen. Achtung, nächste Trainingseinheit beginnt. Jetzt. Oh mein Gott,
Ich muss laufen gehen. Mein Trainingsplan. Es tut mir leid, aber ich kann dieses Training nicht skippen. Eine Frau in meinem Alter muss immer an sich arbeiten. Findest du nicht, ich sollte lieber an dir arbeiten? Wie alt bist du überhaupt? Höchstens 26. Larry, du bist ein schlechter Komiker. Ich bin 35. Ich habe nur noch wenige gute Jahre vor mir. Wieso? Bist du krank? Bei meinem Ernährungsplan? Niemals. Das kann ich mir außerdem nicht erlauben. Alle hier im Gym erwarten, dass ich ein Vorbild bin. Und wenn ich in der Fitness-Community was hermachen will, darf kein unnötiges Gramm Fett an mir sein. Und das wird jedes Jahr schwerer. Sorry, aber ich muss los, bevor ich meinen Ruhepuls erreiche. Komm zur Vergnügungsmeile auf dem Pier. Dann sehen wir weiter. Moment. Unser Date